Alex Schmitz. Guten Abend, meine Damen und Herren, eine neue Woche hier in unserer Show. Schön, dass Sie mit dabei sind. Vielen Dank für diesen festlichen Empfang. Mein Name ist Mackie Taschenmesser. Ha. Herzlich willkommen zur 30 Millionen Groschenoper, meine Damen und Herren. Hier in Sat 1 mit großartigen Gästen, einer der vornehmsten Repräsentantinnen des internationalen Hochadels und Jet-Sets, Prinzessin Ira von Fürstenberg, meine Damen und Herren. Ja. Und für Sie, meine Damen, halb Grieche, halb Sexgott, Dieter Landouris. Unglaublich. Unglaublich. Adonis Landouris für mich. Von der Pro7-Erfolgsserie Alles außer Mord. Prominente Gäste in Reihe 1 bei uns, meine Damen und Herren. Elle Macpherson. Herzlich willkommen. Supermodel Elle Macpherson. Seid ihr Zwillinge? Mit Zwillingsschwester. Das ist die Zwillingsschwester. Wir haben Zwillinge in der ersten Reihe. Passend zum Sternzeichen. Und ich würde sagen, ihr kommt aus Siegburg. Beide? Beide? Komm mal einmal kurz hoch. Komm mal einmal kurz hoch. Das hat man selten. Hallo, wie heißen Hallo, Sie? Sabine. Und Sie? Susanne. Sabine und Susanne, die doppelten Elle Macphersons aus Siegburg, meine Damen und Herren, oder? Toll. Sabine und Susanne. Meine Damen und Herren, heute Abend das großartige Abschiedsspiel für Rudi Völler. Ein tolles Spiel, wir konnten es leider wieder nicht sehen. Aber es war großartig. Ich muss sagen, mit Rudi Völler, der ja am Samstag noch mal den großen Tablettenclub gerettet hat. Rudi Völler. Mit Rudi Völler verliert der deutsche Fußball eine seiner ganz, ganz großen Frisuren. Oder? Ja. Denn meine Damen und Herren, die persönliche Referentin von Karl Lagerfeld. Schön, dass Sie bei uns sind. Genau. Ja. Er nennt sie zärtlich mein kleiner Fächer. Rudi Völler, Sie wissen, der Mann, der nicht nur La Ola in die Stadien gebracht hat, er hat nicht nur die Welle gebracht, sondern die Dauerwelle. Er war im Grunde, ja, er war der Erste, der die tolle Frisur hatte. Mir wird es fehlen. Und wenn man, ich glaube, wenn man an Rudi Völler denkt, dann spuckt einem dauernd dieses Holland-Spiel im Kopf herum, oder? Sie sagen, von Frank Rijkaard, dem Oranje-Lama. So hieß er damals, stimmt's? Ja? Frank Rijkaard, das Oranje-Lama, aber sie haben sich mittlerweile versöhnt, haben in zwei tollen, schicken Bademänteln gemeinsam gefrühstückt. Und jetzt ist alles wieder, jetzt sind wir ja große Fans mit Holland und so. Viele haben sich nach Samstag gefragt, nach diesem unglaublichen Spiel Leverkusen gegen Kaiserslautern, kann Andi Brehme überhaupt heute im Abschiedsspiel für Rudi dabei sein, nach dieser schweren Tränensack-Adduktoren-Zerrung? Haben Sie gesehen? Auf Premiere. In Kaiserslautern, meine Damen und Herren, Kaiserslautern, Sie wissen, der kleine, putzige Vorort von Landau. In Kaiserslautern heißt übrigens die Fußballsendung von Sat 1 nicht mehr ran, sondern raus. Wer ist das? Wer ist das? Ja, genau, der Präsident von Kaiserslautern. Ja, und dann am nächsten Samstag beim Pokalendspiel in Berlin. Mit großen, großen Entsetzen haben wir heute alle gelesen in der Zeitung, Borussia Dortmund wurde der Meistertitel wieder aberkannt. Denn, ja, Sie wissen, Klaus Augenthaler,
hat aus Versehen 1, 2, 3, 4 Weizen ausgewechselt. Das kann schon mal passieren, weil er sagt immer, alle Zwölfe fahren wir hin. Ne? Und da hat er sich verzählt. Und Ottmar Hitzfeld, der ausgeflippte Südbadner bei Borussia Dortmund, hat sich auch verzählt. Und heute wurde die Meisterschaft wieder aberkannt, denn wir haben den Beweis hier, er hat auch zu viel eingewechselt. Schauen Sie, hat noch mehr eingewechselt. Na, Bente, wo wollte ich den Plätze nehmen? Wo wollte ich den Plätze nehmen? Ich habe so eine Fisse. Welches Land ist das hier? Italien. Italien. Und ich habe neulich das große Flippers-Porträt gesehen. Im Sitz! Die F. Und das Porträt mit dem Titel Liebe ist mein erster Gedanke. Und da haben die Flippers gesagt, Bella Italia, wo die Sonne lacht und die Menschen fröhlich sind. Ich glaube, schöner kann man es nicht mehr sagen. Bella Italia, wo die Sonne lacht und die Menschen fröhlich sind. Da hat die Regierung jetzt verboten, dass die Kinder geschlagen werden dürfen. Das finde ich toll. Das ist das erste Land, wo per Regierung verboten wird, dass die Kinder geschlagen werden dürfen. Sie wissen, kennen Sie soweit Italienisch, was heißt Kinder schlagen auf Italienisch? Es heißt Bim Bambino. Neue Frisur? Was sehe ich hier, meine Damen und Herren? Unser Mann am Bass, Roscoe G. mit neuer Frisur. Without a cap. Ja. Nicht mit neuer Frisur, sondern zum ersten Mal ohne Mütze. Wir werden lockerer, je mehr es auf den Sommer zugeht, meine Damen und Herren. Die Italiener sind ein unglaublich kinderliebes Volk, ja? Denn Kinder sind dort eigentlich nie windelweich geprügelt worden, sondern immer nur al dente. Bim, bam, bim. Man habe jetzt erforscht, ich könnte vielleicht eine kleine Salate machen vorneweg. Wollen Sie Pfeffer haben? Wollen Sie Pfeffer haben? Man habe jetzt festgestellt, in Italien, der Hauptgrund für diese Lecke zu Hause sind, wenn die Kinder nach Hause kommen, haben keinen Hunger. Aha! Hast du schon wieder bei Mama Miracoli gegessen? Bam, bam, bam. Bim, bam, bim. Sharon Stone? Sharon Stone! Zu Gast waren. Die meisten merken nicht, wenn sie bei uns im Bild sind. Ja, haben wir oft. Und dann immer kommt die Reaktion, da sind die, das ist das eigentlich. Haben Sie es gemerkt? Ja? Haben Sie gemerkt, dass Sie jetzt im Bild sind? Ja. Aber Sie reagieren ganz reduziert. Normalerweise ist es entweder oder häufig. Das sind die zwei Reaktionen, ganz unterschiedlich. Ja? Wobei häufig die Leute reagieren, die eigentlich reagieren sollten. Das ist für mich immer. Das Gericht, dass die italienische Justiz genauso unbeschädigt wie die deutsche, ja, hat festgelegt, keine Schläge mehr für Kinder, auch wenn die Kleinen weniger als drei Handtaschen mit nach Hause bringen. Das muss einfach einmal geklärt sein. Ja? Und Spiel für mich! Die italienische Regierung, also die von heute, die Italiener. Der Italiener hat 70 Regierungen seit Kriegsende. 70 Regierungen. Die italienische Regierung rät ihren Eltern, bitte schlagen Sie die Kinder nicht mehr, sondern machen Sie Ihren Kindern ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Und wir haben eine Meldung, meine Damen und Herren. Es gilt heute Abend einen Mann. Die junge Dame möchte noch mal ins Bild mit dem schwarzen Hosenanzug. Ja. Sie hat sich gerade bei der Freundin mit dem roten Kleid nebenan beschwert, dass im Bild auch nicht angesprochen wurde. Ja. Das sehe ich alles. Ich sehe da, was glauben Sie, was erst für eine Stimmung wäre, wenn ich mich auf meinen Text konzentrieren würde. Ja. Aber ich muss das Publikum beobachten. Ja. Wer ist Zwilling? Wer ist Widder? Meine Damen und Herren, Adolf Rumbold. Adolf Rumbold. Es geht nicht in die deutsche Geschichte, sondern es geht nach England. Adolf Rumbold ist gestorben und er war, wissen Sie wer?
Der Erfinder des Teebeutels. Ja, nein, Tee kommt später. Adolf Rambold war der Erfinder des Teebeutels. Er ist 95 Jahre alt geworden. Das heißt, der Herr hat ihn auf dieser Erde lange, lange ziehen lassen. Eine tolle Sache. Ja. Und ich finde, wenn jemand, die Dame mit dem roten Kostüm und der aufgetürmten Frisur hat leicht indigniert reagiert gerade. Neben ihrer Tochter im schwarzen Kleid. Können wir sie zeigen? Reihe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, hallo. Das mit dem Ziehenlassen war Ihnen ein bisschen zu hart, gnädige Frau? Ich finde, nein, ich sehe nicht. Ich finde, wir sollten im Bild bleiben. Wenn jemand so etwas Großartiges wie den Teebeutel erfunden hat, ja, dann kann man doch sagen, okay, er hat den Teelöffel abgegeben. Ja, das war ja sein Lebenswerk, aber er glaubte, Mr. Rambold, er glaubte an die Tee-Inkarnation. Und vielleicht gibt es bald einen zweiten Aufguss. Also das hängt davon ab. Ja. Aus Trauer natürlich heute weltweit nur schwarzer Tee. Und er war äußerst beliebt. Er war. Die Engländer haben gesagt, er war im Grunde everybody's Darjeeling. Ich war sehr überrascht, als ich gehört habe, Adolf Rambold war der Erfinder des Teebeutels. Ich dachte, er sei der Handtaschendesigner der Queen gewesen. Ja? Haben Sie mal überlegt, warum es eigentlich keine Kaffeebeutel gibt? Finde ich faszinierend, oder? Es gibt keine Kaffeebeutel. Das ist doch. Wir fliegen zum Mond, aber wir haben keine Kaffeebeutel. Für Sie zu Hause. Da können Sie viel Geld, wenn Sie einen Kaffeebeutel erfinden, ja, und ihn uns schicken und sich patentieren lassen, können Sie steinreich werden. Ja? Stellen Sie sich vor, einfach so diesen Kaffee. Das wäre vielleicht was. Vielleicht erfinde ich ihn selber nachher. Das ist klug. Mit dem Teebeutel ist es im Grunde wie mit einer Sendung. Achtung, jetzt wird es sehr sprachlich ganz toll. Mit dem Teebeutel ist es ein bisschen wie mit einer Sendung. Wenn man den Faden verliert, kann man sich leicht die Finger verbrennen. Boah. Prinzessin Ira von Fürstenberg und Adonis Dieter Landouris bei uns zu Gast. Und wir kommen jetzt zum Thema. Wie oft haben Deutsche Sex? Die Deutschen, das haben jetzt Wissenschaftler herausgefunden, haben im Schnitt 2,1 Mal Sex pro Woche. Das kann nicht sein, oder? 2,1 Mal Sex pro Woche, seit wann endet die Woche am Montagnachmittag? Und 2,1 Mal. 2,1 Mal, ja, das ist 2,1, das ist auch die durchschnittliche Dauer des Geschlechtsverkehrs in Sekunden. Wir Deutschen liegen damit übrigens auf Platz 4 mit dieser Sexhäufigkeit. Wir Deutschen liegen auf Platz 4, abgeschlagen, da sind nur noch die deutschen Frauen auf Platz 43. Eine Frau hat gebuht. Ja, nochmal. Das finde ich so toll. Haben Sie gehört? Nur die McPherson-Twins aus Siegburg in der ersten Reihe. Sie haben nicht gebuht, nein? Halten Sie diese Zahl für glaubhaft, 2,1 Mal pro Woche? 2,3 Mal. Die sind 0,2. Das heißt, die Milch wird noch ins Haus geliefert? 0,2. Wie rechnet man denn? 0,2 mal 6, das heißt ja, 2 mal 4 behalte 3, ein hole ich runter, macht 3. Wie macht man 0,2 mal 6? Das ist doch, könnt ihr euch vorstellen, oder? 0,2 mal 6. Denn 2 mal 6 ist okay, aber das 0,1 mal, das 0,1 mal wird eigentlich häufig schon eingeleitet durch die Worte, heute habe ich Kopfweh. Das ist 0,1 Mal. Damit liegt Deutschland auf Platz 4. Ich habe schon gesagt, führend sind die Amerikaner. Die Amerikaner sind auf Platz 1 in der Sexhäufigkeit, lägen allerdings ohne Madonna auf Platz 12. Und hey, Amis! Listen! How are you? Das ist die normale Begrüßung, ja. How are you?
Liebe Amis, Sex, ja? 5 Big Macs gleichzeitig ist kein Sex. Versteht ihr? Das ist Essen. Ne? Wir kommen noch, wir haben die Assistentin von Karl Lagerfeld schon begrüßt. Oh, sie hat jetzt ganz verwegen die Haare. Rutsch einmal auf den Knien nach vorne mitkommen. Sie hat die Haare jetzt ganz, ganz sündig. Ganz sündig. Hier, schau mal hier. Boah. Ist das geil. Unglaublich. Das ist so Wahnsinn. Zeig mich bitte nur bis hier. Und für alle Fans von Brigitte Bardot, in Norwegen und den skandinavischen Ländern wurde jetzt die Walsaison, die Robben- und Walsaison eröffnet. Und zwar die Fangquote wurde verdoppelt. Gesetzlich. Das muss ich mir auch merken. Per Gesetz die Quote verdoppeln. Punkt auf schön. Schön, was man alles so sieht. Die Norweger haben eine neue Werbekampagne für das Robbenschlachten gestartet. Die heißt Fjord. Die tun was. Ja. Ich meine, man muss es natürlich auch wieder anders sehen. Das ist auf der einen Seite sehr brutal, auf der anderen Seite hat das auch viele Vorteile. Ohne Walfang gäbe es kein Valium. Und was wäre Weihnachten ohne die Walnüsse? Haben Sie mal überlegt? Bevor wir schnell urteilen. Ich meine, wenn die Franzosen sowas machen, ja, boykottieren wir den Käse und den Wein. Was sollen wir bei den Norwegern boykottieren? Pullover? Eiswürfel? Polarlichter? Lappen? Hat sich schon einmal gefragt, was diese armen Rentiere leiden müssen, die täglich auf die Pullover geprügelt werden? Ja? Glauben Sie, sind von alleine drauf? Nein, der Pullover wird nass gemacht mit 30 Grad, auf den Boden gelegt und dann springen 30 norwegische Walfänger auf die Rentiere auf. So lange, bis es auf dem Pullover dauert. Da spricht keiner drüber, weil da die Industrie wieder dahinter steckt. Wir klären auch oft so auf in der Sendung. Ja? So, die Walfänger, meine Damen und Herren, Moment. Die Walfänger sind unterwegs und das heißt, wenn in Norwegen Wal gefangen wird, dann heißt es auch in Italien Badeverbot für Pavarotti. Meine Damen und Herren! 12 Tore! 12 Tore! 13 Tore! Ja. Wenn Sie folgendes Hessen schon einmal von mir gehört haben. Großartige Gäste, fantastisches Programm. Prinzessin Ira von Fürstenberg, meine Damen und Herren. Dieter Lanois, Musiklema, Helmut Pavarotti und Ben. Madonna Zerlett, meine Damen und Herren. Großartig wieder. Was hast du eigentlich am Wochenende gemacht? Ich habe geprobt. Ich habe ein Konzert am Samstag in Mainz mit Unknown Cases. Wo in Mainz? So ein Schloss, Open Ohr Festival heißt das. Ah, sind da nicht auch Kabarettisten oder sowas beim Open Ohr Festival? Kann sein. Kommst du mit? Ich bin beim Open Bein Festival. Entschuldigen Sie. Die Frau war so angewidert und sie hat recht, meine Damen und Herren. Aber Helmut Zerlett ist wirklich heute wieder in absoluter Hochform und wir haben noch die ganze technischen Aufbauten des Grand Prix Eurovision de la Chanson vom letzten Samstag stehen. Und jetzt bitte die Bewertung für Helmut Zerlett. Für Helmut Zerlett 12 Punkte. Das ist das beste Ergebnis, eine schöne Sache. Große Freude bei einem Teil der Familie von Helmut Zerlett. Er konnte leider nur seine ältesten Töchter mitnehmen. Rinder gegen den Wahnsinn, meine Damen und Herren. Und das Codewort heißt, die Schleifen sind unterwegs. Die Schleifen sind unterwegs, meine Damen und Herren. Und bis die Schleife bei Ihnen zu Hause ankommt, vielleicht schon mal Folge 47 der erfolgreichsten Serie. Die dicken Kinder von Landau. Folge 47, Mama Split.
Mein Name ist Tennis Störsch. Sie kennen vielleicht meinen berühmten Kollegen Dennis Störsch vom NDR. Er hat den Pullunder und ich habe die Ärmel. Für alle Fans der dicken Kinder von Landau jetzt eine kleine Zusammenfassung, was bisher geschah. Der dicke Guido mag nicht mehr leben. Seine Eltern sind einverstanden. Auch sein Psychotherapeut hatte Guido angeraten, sich endlich das goldene Kilo zu setzen. Jetzt sucht Guido Kinder, die mitmachen wollen. Seine Schwester Petra ist schnell überredet. Und auch Ronny, der unfassbar dicke Hausmeistersohn, ist mit von der Partie. Abgemacht. Fröhlich ziehen die drei zum Landauer Marktplatz, um dort in aller Ruhe zu platzen. Um dem Ganzen ein wenig nachzuhelfen, haben sich die drei Naschkatzen mit allem eingedeckt, was Kinder mollig macht. Ganz Landau ist mal wieder auf den Beinen, um das Spektakel zu verfolgen. Um kurz vor drei liegt Petra mit 20 Eimern Mayonnaise vorn. Sie wiegt jetzt 800 Kilo und steht kurz vor dem Knall. Aber auch Ronny und Guido liegen nicht schlecht im Rennen. Ronnys Vater feuert seinen Jungen liebevoll an. Nun platz doch endlich, du fette Sau. Ronny nickt beflissen und schiebt 14 Tafeln Palmin-Bratfett ein. Kann er Petra noch einholen? Nein, um Punkt 3 macht's Bumm und Petra platzt. Kurz danach detonieren auch Ronny und Guido. Die ganze Region feiert. Landau ist stolz auf seine weltberühmten platzenden Kinder. Aber natürlich könnte alles auch ganz anders gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Wir kriegen sehr viel Post, meine Damen und Herren. Sehr, sehr, sehr viel Post. Sehr viele Vorschläge. Die meisten Vorschläge erreichen uns zu den dicken Kindern von Landau. Und Sie wissen, Briefe, die bringt bei uns nicht irgendwer. Briefe, die bringt bei uns der Letterman. Jawohl. Der erste Brief kommt von Michael Traub aus Worms. Die korrekte Aussprache heißt Worms. Geschrieben Worms, aber mir wohne in Worms. Und auch hier, Dear Sir Harold. Das ist die korrekte Anrede, falls Sie mir schreiben wollen, ja? Dear Sir. Und es heißt nicht die fetten Kinder von Landau, das wäre fies, sondern es heißt die dicken Kinder von Landau. Die dicken. Als ich auf der letzten Uniparty in Landau... Uniparty in Landau? Das klingt wie Auswärtssieg des Kaiserslautern, aber gut. Uniparty in Landau, eine schöne Sache. Eine schöne Sache. Habe ich ein Plakat, ein großartiges Plakat, geschickt von Michael Traub aus Worms. Von der Uni fehlt in Landau dieses Plakat. Hochschulpfarrer Hermann Kiefer, 20 Jahre Hungermarsch Landau, Dia-Vortrag. Eine schöne Sache, ja, und wir unterstützen das. Lieber Harald Andreas Pietsch aus 02625 Bautzen. Hallo. Wir haben kürzlich mal über Bonanza gesprochen und dass da immer diese, mein Lieblingssatz war immer von Little Joe, Pa, ja, Little Joe, ich glaube, Hoss hat gebadet. Warum denn, Junge? Er hat sich mit einem Mädchen verabredet.
und so, ja? Und da schicken uns jetzt sehr viele Zuschauer Briefe, was ihre Lieblingssätze sind. Und der Satz von Andreas Pietsch ist, der Satz ist ebenso aktuell und stammt aus der Sandmännchen-Sendung der ehemaligen DDR und heißt, und das finde ich großartig, bei uns hieß ja immer, liebe Kinder, gebt fein Acht, ich habe euch etwas mitgebracht, ja, im Sandmännchen. Und bei den in der ehemaligen DDR, Moment! In der ehemaligen DDR. Es ist eigentlich schade, dass die Springerpresse ehemalige DDR, dass die DDR nicht mehr mit Anführungszeichen geschrieben haben, weil sie hätten die Anführungszeichen bei ehemalige DDR jetzt nur rüberschieben müssen. Nicht? Der Schlusssatz des Sandmännchens war, uhu, liebe Kinder, ich muss jetzt noch schnell mal in die Waldapotheke. Uhu. Das finde ich großartig. Oh. Uhu, liebe Kinder. Ich muss noch mal schnell in die Waldapotheke. Das hier übrigens, meine Damen und Herren, das haben wir uns heute mal ausdrucken lassen, ja? Das sind allein aus dem Internet die Vorschläge für Titel der dicken Kinder von Landau. Aus dem Internet. Ganz tolle Sachen dabei. Mama, Sronny hat über mich gekotzt. Das würden wir nicht machen, ja? Aber es wird uns halt vorgeschlagen, ja? Dann Gabi Häger aus Münster. Als ich vor kurzem alte Familienfotos durchsah, fiel mir auf, dass meine Eltern bereits 1964 bei ihrer Hochzeit ein Vorläufermodell der Rinderwahnsinnsbewusstseinsschleife getragen haben. Das Hochzeitsfoto der Eltern von Gabi Häger. Und schauen Sie mal auf den stolzen Bräutigam. Tatsächlich. Damals schon die Rinderwahnsinnsschleife. Eine schöne Sache. Meine Damen und Herren, wir bekommen natürlich auch Briefe, wo die Schreiberin oder der Schreiber sehr, sehr, sehr böse ist. Und diese Briefe sind fast immer in dieser Schrift verfasst. Ja? Also das ist eine schöne alte, ich weiß nicht, ist es Sütterlin? Ja, ich glaube. Und dieser, es ist Pfaff, diese Briefe sind auch häufig anonym, kommt aus Berlin. Es schreibt Herr oder Frau Pfaffe. Und zwar betrifft Harald Schmidt-Show, ich habe eines Abends einen Teil der Show gesehen. Ich war sprachlos, als Schmidt dann aus einem Brief vorlas, wie wird Ficken mit F oder V geschrieben. Ja, da kann man natürlich, das ist das gute Recht, dass man empört ist, es geht weiter. So ist es in meinen Augen auch eine große Schweinerei, diese Worte so öffentlich auf der Bühne zu sagen. Darum möchte ich mich nicht wundern, wenn Herr Schmidt bei nächster Gelegenheit auch sagen würde, wird Fotze mit F oder V geschrieben. Darüber muss der Sender mal nachdenken. Und wir haben lange überlegt, ob wir sie Ihnen zeigen sollen, Frau Pfaffe, diese Antwort. Und ja, weil es ist natürlich für viele vielleicht. Und wir brauchen aber nicht länger nachzudenken, denn die Antwort steht in der heutigen Ausgabe der TAZ, meine Damen und Herren, die Tageszeitung aus Berlin. Herr oder Frau Pfaffe, die Antwort auf Ihre Frage. Mit V. Das ist ein heikles Thema, meine Damen und Herren. Und Sie wissen, wir sind eigentlich ganz an der Spitze, wenn es darum geht, Diskriminierung zu outen und bewusst zu machen. Und wir freuen uns sehr, im Auftrag der Bundesregierung heute den dritten Spot zu senden zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Morgens 9:30 in Deutschland. Die neue Volksseuche, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Ein Beispiel. Während im Hintergrund zwei Mitarbeiter die Wochenplanung besprechen, lauert der Mann am Aufzug nur auf die Gelegenheit, eine unbedarfte Kollegin sexuell zu demütigen. Entschuldigung, möchten Sie noch mitfahren? Lassen Sie es nicht so weit kommen. Gib Sex keine Chance. Wenn Sie Fragen zum Thema Sex haben, rufen Sie uns an. Ja. Wo ist eigentlich Helmut? Ist er gar nicht an seiner Orgel? Ah, meine Damen und Herren, Helmut Zerlett hat heute einen großen Auftritt. Er wird jeden Tag in dieser Woche einen großartigen Auftritt haben, denn Helmut Zerlett ist unglaublich vielseitig.
Er spielt verschiedene Figuren, auch in den Sketchen, die wir hier hin und wieder aufführen. Und es würde mich wundern, wenn viele von Ihnen ihn jetzt gar nicht erkennen. Und Helmut Zerlett in einer der großen Figuren des internationalen Märchenwesens, meine Damen und Herren, begrüßen Sie unseren Organisten bitte als Zerlettchen und die sieben Riesen. Das sieht toll aus, Helmut. Sehr gut. Ja? Jetzt musst du mich noch fragen nach den sieben Riesen. Ich frag dich, sag mal, Zerlettchen, dich sehe ich wohl. Ja? Aber Zerlettchen, wo sind denn die sieben Riesen? Ja. Zerlettchen und die sieben Riesen. Viele sagen, das war vielleicht zu naiv, aber wir haben uns diese kindliche Freude natürlich bewahrt, das wissen Sie ja. Aber wenn Sie lieber die anspruchsvolle Welt des Geistes haben möchten, meine Damen und Herren, das große universelle Wissen, auch dafür sind wir die richtige Sendung für Sie. Ich sage nur, die Weisheiten des Konfuzius, heute eine weitere Weisheit. Konfuzius sagte, nicht vom Beckenrand springen. Es kennen Sie diese Geste, meine Damen und Herren. Wenn Sie das hier bei mir sehen, dann wissen Sie, ich denke nach, ja? Und wir hatten sehr, sehr viele Reaktionen auf den letzten Freitag, wo wir das Lied gebracht haben, Sweet Little 16 von Jerry Lee Lewis. Und ich habe ein bisschen in der Biografie übers Wochenende gelesen von Jerry Lee Lewis, die sehr bewegt war. Und ich habe wahnsinnige Parallelen festgestellt, meine Damen und Herren, zu meiner eigenen Biografie. Und, ja, und Sie ahnen es, ich habe Ahnenforschung betrieben. Hey, und ich glaube, mein Name ist zwar Schmidt, aber nicht Harald Schmidt, sondern Jerry Lee Schmidt, meine Damen und Herren, und weil Sie es wissen wollen und weil Sie es auch verdient haben, hier ist meine Geschichte. I received my text, my invitation to your party, and I hope read your own thing that I'll attend. Although I'm not conceited or a smarty, I still recall the things that might have been. I recall the many times you said you love me. I love the way you play, Helmut. Before you're someone new, drove us apart. Did you invite me to your party? 'Cause you miss me harder than your friend's broken heart. Die junge Dame hat sich auch wieder beruhigt. Ich war vorhin ein bisschen empört.
Wie war eigentlich die Bewertung für dieses Lied beim Grand Prix Euro? Helmut sollte sich nicht so heimlich da hinten ausziehen. Zeig ihn doch mal. dieses Lied war, glaube ich, sehr erfolgreich. Haben wir mal die Wertung vom Grand Prix Eurovision de la Chanson für dieses Lied? Jetzt kommt die Wertung aus Warschau. Ist das? Das ist Jan aus Warschau. Gudenabtski, Janski, Halsko, Gudenabtski. Jan, die Wertung bitte. Wertung ist 2 Auto, ein Farbfernski und ein Taschenurski. Aber für Thierry Lee Schmidt leider nur ein Punktski. Aber das muss man mit Humor sehen. Oh, ich sehe eine großartige Frau, meine Damen und Herren. Wunderbare Frau, hochelegant, meine Damen und Herren. Sie ist eine der wirklichen Repräsentantinnen des Hochadels und des internationalen Jet-Set in seiner vornehmsten Variante, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass sie heute Abend hier bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Prinzessin Ira von Fürstenberg. Lagerfeld. Deutschland. Ja. Chanel. Das hat er für Sie speziell kreiert, oder? Aber Sie haben es bei ihm erworben. Genau. Ja, wir haben sogar ein Foto hier, ja, das Sie mit Lagerfeld zeigt. Hier, richtig, schauen Sie da. Ja, ja, das war bei einem Empfang? Nein, das war eine Kollektion. Die da präsentiert wurde, ja? Ja, richtig. Ja. Und was ist er für ein Mensch? Sehr lustig. Er hat unglaublich viel Humor, oder? Sehr viel Humor und sehr quick, wie, ja, Sie. Sehr quick. Quick. Sehr quick. Und was mir sehr gut gefällt, er scheint auch so ein bisschen so böse zu sein, aber im absolut positiven Sinn, ja? Richtig, so, richtig. So ein bisschen, ja, stickelig. Bisschen stickelig, aber, ja, lustig, aber versteht die Sachen sehr schnell. Und würden Sie sagen, Sie kennen ihn so gut, dass Sie befreundet sind mit ihm? Ich habe Weihnachten alleine mit ihm verbracht, heuer. Oh! Sehr gemütlich. Wo? Bei ihm am Land neben Paris. Neben Paris, da hat, ja, er ein kleines Schloss, oder wie? Ein, ja, kleines Schloss, ja. Und das heißt nur Sie beide? Beide zusammen. Und tête-à-tête. Tête-à-tête. Sehr gemütlich. Das glaube ich. Wir haben sehr viel gelacht. Das kann ich mir vorstellen. In welcher Sprache unterhalten Sie sich mit Deutsch, ihm? Deutsch, obwohl Deutsch. Ich nicht so gut in Deutsch bin. Sie sind perfekt? Nein, nicht so perfekt. Also ich habe ein kleines Geschenk für Sie mitgebracht. Oh. Ein kleines Objekt, den ich so vorbereite. Der heißt Unique, Objets Unique. Die verkaufe ich in der Welt. Und das habe ich für Sie extra mitgebracht. Oh, und das ist ein Brieföffner. Und das kommt aus Chile. Das ist so, wie heißt das? Lapis Lazuli. Lapis Lazuli. Das ist ein Brieföffner, Sie, ja, schicken nicht seit eins. Nein. Nein, ich schicke nicht seit eins. Das ist ja wunderbar. Ist das lustig? Das ist, ja? das ist fantastisch. Was das ist das? Was, ja. Und das ist Lapis und das ist ein kleines Smaragd. Ist wirklich für mich? Ja, wirklich. Das ist fantastisch. Gut, danke. Wissen Sie was? Ich besitze gar keinen Brieföffner. Also jetzt haben Sie ja. Ich habe die immer so mit der Kulispitze aufgerissen. So da. Und dann jetzt geht haben das Luxus. Das ist fantastisch. Richtige. Das stellen Sie selber her? Ja, genau. Ja. Kaufe ich und das ist eine Nummer, mein Name und eine Nummer, 159. Ich habe jetzt viel mehr gemacht, ungefähr 500. Und das sind alle einige, einzige. Es gibt nur einen, ja, deswegen unique. Unique. Objet unique. Unique, ja, das ist der gute Wort. Wie kann man sich da vorstellen, dass Sie in einer Werkstatt sitzen? Nein. Ich habe Leute, die das für mich machen. Ach so. Verstehe. Nein. Ich kaufe ein paar Sachen und dann die Leute machen das zusammen. Aber ich sag, was ich will. Ja, Sie machen die Kreation sozusagen. Genau, die Idee, nicht die Kreation. Und wenn man das kaufen will, muss man in einen Laden gehen oder kann man das... Nein, ich mache so Exhibitions. Wir sind, ja, gerade jetzt in Neiman Marcus in Kalifornien und jetzt gehe ich wieder nach Dallas im November und dann gehe ich so herum, wo ich in eine... Leute fragen mir eine Ausstellung und das tue ich eine. Und dann vorbereite ich 30, 40 solche Objekte und mache eine Ausstellung. Und die verkaufe ich ganz gut. Das glaube ich. Ja, ja, Gott sei Dank. Das, also vielen glücklich. Dank. Das ist sehr schön. Und ja, man nimmt das gerne. Eine Kleinigkeit. Ja. Nein, das ist toll. Denn viele man Leute kann sagen, auch bessere haben, aber das ist so, finde ich, lustig. Nein, es ist sehr schön in der... Für Letterman. Sie heißen Letterman, nicht? Ich heiße nicht Letterman. Nein. Wir haben da ein bisschen was... Ja. Oh. Ist das auch Chanel, Ihr Papa? Was? Auch Chanel, Ihr Papa? Nein, das ist was anderes.
nicht immer Chanel nur, Gott sei Dank. Verraten Sie mir noch eins, was haben Sie bei Lagerfeld zu Abend gegessen? Zu Abend gegessen? Kaviar. Kaviar? Ja. Mit Toast oder direkt Nein, so? Nein, ich glaube, es war mit Toast. Also, Sie haben recht, mit Toast. Es war nicht mit Kartoffeln. Und war ein Butler, der das serviert hat? Ja, oder? Natürlich, wir haben einen Butler gehabt. Ja, natürlich. Und das war gerade am 24. am Abend. Das war wirklich sehr nett. Das ist fantastisch. Das ist, ja. Hat man sich überhaupt nicht überlegt, ja, was machen solche Prominenten an Weihnachten? Da waren wir zusammen. Wunderbar. Wo leben Sie eigentlich? Ich lebe in London. Ja, Sie sind aber in Rom geboren. Ja, richtig. Ja. Und sprechen, weiß ich, 4, 5 Sprachen? Ja, alles schlecht, aber ich spreche viele. Nein, Sie sprechen alles perfekt? Nein. Doch. Ein paar. Ich habe das mal gehört, wie Sie so von einer Sprache in die andere kleiden. Das ist beeindruckend. Ja, nein, nicht so gut. Aber ich meine, Italienisch und Spanisch und Englisch ist ganz gut. Sie kennen nun wirklich die Prominenz, den Hochadel, sehr persönlich. Ist das im Vergleich zu früher heute, dass es ein bisschen weniger wird? Also, dass alles so ein bisschen, Verstaubt. Ja. Verstaubt, ja, sicher. Es ist normal, auch die Zeit vergeht. Alles geht schneller, die Leute wollen nicht mehr diese Pomp und dieses ganze Leben wie vorher. Ja. Es ist vorbei irgendwie. Wir kommen in 2000, wir gehen ja am Mond, wir sind, ich meine, eine neue Generation in Concorde mit 3 Stunden nach Amerika. Das ist vorbei, diese ganze Pomp von vorher. Man muss viel moderner werden, glaube ich. Ist es denn noch ein bisschen so wie früher am Hof von Monaco? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Sie wissen, warum ich frage? Nein, ich habe keine Ahnung, warum Sie fragen. Es war immer so in einem Teil der Presse zu lesen, Ira von Fürstenberg, bald die neue Fürstin von Monaco. Ich glaube, Sie haben Glück, dass ich mich nicht gekriegt habe. Das ist viel besser für denen. Meinen Sie? Ja, ich glaube schon, ja. Caroline macht das sehr gut. Die muss es so quasi stellvertretend machen, ne? Ja. Kennen Sie den Hof von Monaco auch sehr gut? Nein, nicht sehr gut, aber ich kenne ein paar Leute, die dort arbeiten. Die da arbeiten? Ja, den Hof ist die Leute, die arbeiten. Ich meine, natürlich. Aus dem Personal? Nein, das sind so Hofdamen. Und diese Hofdamen sind Damen, die arbeiten dort. Das ist richtig. Eine Arbeit. Sind die diskret? Ich hoffe für Sie, ich glaube schon, die müssen. Haben Sie gelesen, was jetzt die Hofdame der Queen ausgeplaudert hat? Nein, das habe ich nicht gelesen. Orgien sollen stattfinden im Buckingham Palace. Nein. Drogen. Nein. Zimmermädchen gehen durch alle Betten. Wo haben Sie denn das gelesen? In der seriösen Presse bei uns. Aber wirklich? Wo, bei euch oder bei England? Bei uns hier. Wenn die Queen klingelt, wird nur gelacht und weitergemacht. Nein. Wirklich? Ich schwöre. Haben Sie auch Die hat ein Buch veröffentlicht und das muss in England auch ein großer Skandal mittlerweile aber sein. Aber das habe ich in England nicht gelesen. Ich glaube, die Engländer haben das nicht gekriegt. Ehrlich. Das wirklich? Haben wir in England nicht gelesen. Ich war dort jetzt 8 Tage, ich habe das nie gelesen. Wann ist es diese Tage gekommen? Ja, es war die Zeitung voll und zwar wirklich, also auch Süddeutsche und so weiter, richtig groß aufgemacht. Furchtbar. Vielleicht kommt das in England erst noch raus. Oder ja, ich glaube, vielleicht haben sie das geschnitten für England. Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, doch, doch, die haben irgendwie, die können nicht alles draus schreiben. Ja, aber der Major Hewitt gibt ja auch Fernsehinterviews und so weiter. Kennen Sie am Hof von Buckingham auch jemand? Nein, Gott sei Dank. Da haben Sie keine Beziehung. Was natürlich jeder weiß, der sich mit Ihrem Leben beschäftigt und was faszinierend ist, heute eigentlich gar nicht mehr vorstellbar, Sie waren 15 Jahre alt, als Sie zum ersten Mal geheiratet haben. Ja? Wie musste dann auch Ihr Vater die Einverständnis geben? Na ja, mein Vater war ganz glücklich, dass ich verheiratet wurde. Wirklich? Ja, er wollte mich nicht herumhaben. Er sagt, ich war zu gefährlich. Inwiefern zu gefährlich? Ich war ganz nett und lustig und ich war auch ganz locker, würde man sagen. Nicht? Ja. Ja. Also haben wir das Leben gelebt? Nein, aber ich war lustig und amüsant und die Leute haben mich mit mir amüsiert. Und dann musste Ihr damaliger Mann richtig um die Hand anhalten bei Ihrem Vater? Ja, natürlich, ja. Ganz streng nach vorne? Streng, er hat gefragt. Er hat gefragt, kann ich mit der Tochter heiraten? Und er hat gesagt, ja, okay. Wie lange waren Sie dann verheiratet? 5 Jahre. Zwei Kinder. Zwei Kinder, ja, einen Sohn kenne ich. Ja, richtig. Hubertus. Hubertus, richtig. Und der war Skirennfahrer, ne? Natürlich, ja, noch teuer im Sierra Nevada. Und fährt er immer noch? Ja, zu alt ist er dafür. Man hat mir gesagt, man hat ein Transparent bei ihm hochgehalten, als er gefahren ist. Da stand drauf, lieber Prinz, enttäusche uns nicht, komm ins Ziel bei Tageslicht. Das ist ein wunderbares Geschenk. Gut, wo geht es von hier aus hin? Ich gehe morgen wieder nach London, nach Madeira, Portugal. Oh, Madeira. Madeira, ja. Zum ersten Mal. Erstmal. Ein bisschen Urlaub oder auch Objekt Uni. Vielleicht, wer weiß. Man kann immer was anfangen. Ich freue mich immer, wenn Sie bei uns zu Gast sind. Danke. Und ich habe Sie schon ein paar Mal gesehen. Ich freue mich, wiederzusehen. Alles Gute. Alles Gute. Danke. Ira von Fürstenberg, meine Damen. Mein nächster Gast, meine Damen und Herren, speziell
Für Sie, meine Damen, ich habe es vorhin schon gesagt, Adonis, der griechische Gott der Schönheit. Und wenn er jetzt kommt, Sie werden sagen, ich habe nicht übertrieben. Schauspieler ProSieben, die sehr erfolgreiche Serie heißt Alles außer Mord. Meine Damen und Herren, Dieter Landouris. Ist es dir unangenehm, wenn ich dich so ankündige? Adonis? Ja? Adonis hat vielleicht was mit meinem Namen zu tun. Oh gut, ich bin schön, vielleicht nicht so schön, okay, aber nee, ich doch, ihr habt es gesehen, als du geprobt hast. Ich habe die Frauen aus dem Team beobachtet und so. Das war absolut welche ein Frauen? Schmelzen. Alle. Welche waren das? Alle. Aha. Okay, ja? Schaue ich mir da noch an. Als ich gelesen habe, was du bisher alles gemacht hast, habe ich mich gefragt. Erstmal, herzlichen Glückwunsch, du bist zum ersten Mal Onkel geworden. Ja, danke. Ja, wann? Ja. Ja. Zwei Kinder hast du schon mal, bist Onkel geworden. Ja, ja. Ich habe zwei Töchter. Ja. Und meine Schwester hat am 17., also vor 4 Tagen, einen gesunden Sohn geboren. Geplant war die Entbindung heute am 21. Es wurde leider etwas vorzeitig, Ritsch-Ratsch, Raushol-Effekt. Kaiserschnitt? Kaiserschnitt, ja. Dafür ist das Kind hübsch und glatt und sauber. Heißt Leandros. Leandros? Leandros, ja. Leandros Sami. Sami. Und auch ein griechischer Familienname? Landouris, ja. Bis jetzt noch. Aber bald ist vielleicht Hochzeit und dann werden wir mal sehen. Du bist Halbgrieche, so sagt man, ja? So sagt man ja, wenn ein Elternteil, sprich der Vater, Grieche ist. Ja. Das sieht man natürlich, das ist dieses Profil. Oh. Und sprichst du Griechisch? Ich spreche Griechisch, du auch? Nein, ich kenne nur immer, weißt du, aus der Lindenstraße, die Griechin. Oh. Die, weißt du, immer sagt, Beate, mein Sohn bleibt Grieche. Hast du mal gesehen? Ja, ja. Mein Sohn bleibt Grieche. Aber Stavros, kennst du Stavros? Ist ein Chef. Stavros ist von, ist Kneipenwirt, oder? Ja, mit diesem Stavros. Bart. Ja. Kalisperasas. Was heißt das? Guten Abend, meine lieben Gäste, auf Griechisch. Kalisperasas, das sprichst du noch perfekt. Das kann ich noch. Ich habe es vorhin angedeutet, es gibt etwas, was mich wahnsinnig gewundert hat. Es gibt ja eigentlich fast nichts, was du nicht gemacht hast. Ne? Du hast eine Ballettausbildung, du bist Schauspieler, du hast Architektur studiert, du hast Amerikanistik studiert. Ja, dann hast du jetzt bereits gerade ein Musical vor, das du selber produzierst. Ja. Wie kriegst du das denn alles unter einen Hut? Ja, frage ich mich auch, aber irgendwie funktioniert das. Also ich bin momentan sehr im Stress. In 2 Wochen ist Premiere, 8. Juni. Stück heißt Ich mich auch, ist ein Musical von meiner Frau geschrieben. Ich habe die Musik komponiert. Ja. Und naja, ich habe sehr viel davor auch gemacht. Übrigens, die Premiere ist im Schloss Zelt, das Zelttheater in München, das Schloss. Ein richtiges Zelt? Das heißt, wir haben uns für einen Ort entschieden, der so ein bisschen anders ist als die Theater herkömmlich. Also in einem Zelt, glaube ich, kann man ein Musical am geilsten rüberbringen. Ja? Das ist ein tolle Toner, ja, 400 etwa. Und das habt ihr auch alles selber vorfinanziert und so weiter? Ja, und wir haben seit gestern auch einen ganz tollen Sponsor. Einen Sponsor... Vergiss nicht, ihn zu nennen, weißt du, red nicht rum. Nein. Ja. Kann man das sagen? Natürlich. Aha, dann kriegen wir vielleicht noch mehr Sponsoren. Ja, natürlich, wer ist es? Unser Sponsor heißt Paulaner. Vielen Dank an dieser Stelle. Ah, hat er nicht früher Sedlmayr dafür Werbung gemacht? Ja, genau. Richtig, ja. Ja. Nee, also am 8. Juni ist, wie gesagt, Premiere. Es ist unwahrscheinlich stressig. Wir organisieren weitgehend alles, schreiben noch bis zur letzten Sekunde. Es wird ein kunterbuntes Spektakel, hoffentlich. Ich drücke den Daumen, weil das ist ja auch, wenn du so mit eigenem Geld drin hängst, auch wichtig, dass es ein kommerzieller Erfolg wird. Ja, ne? Muss. Deine Serie Alles aus dem Mord, da spielst du einen Privatdetektiv. Ja. Ja? Der ist anders als Derek ein bisschen. Der ist sehr viel anders, weil er auch etwas jünger ist als Derek und deswegen auch, glaube ich, jüngeres Publikum anspricht. Ja. Wir haben bis jetzt 13 Folgen produziert. 3 Folgen werden noch gesendet und wir fangen ab Juli wieder an mit 9 Folgen. Und das wird dann so weiterlaufen, je nach Laune und vor allem Erfolg. Und der Erfolg ist momentan so, dass wir weitermachen. Du hast für mich eine wahnsinnige Ähnlichkeit mit... Mit einem Sänger, komme ich drauf. Der hinten, den hast du noch gar nicht angesagt. Ich habe den hinten in der Maske gesehen. Richtig, da ist der. Ich habe seine Platte hier. Der ist da hinten in der Platte. Viktor Bergmann, kennst du den? Viktor Bergmann, ja. Ich habe den hinten getroffen. Der zieht sich gerade um. Der ist klasse, der ist sehr sympathisch. Ja. Und
Ist, glaube ich, halb, schwer zu verstehen. Halb Türke, oder? Nein. Nee, er hat mir gesagt, also Russisch, auch Griechisch zufälligerweise. Ja? Da haben wir uns auch gleich so ein bisschen unterhalten auf Kyrillisch, Griechisch so ein bisschen. Viktor Bergmann, meine Damen und Herren. Die Platte heißt Wahnsinn und der Titel heißt Irgendwann. Die Tränen in deinen Augen, von Schmerz und Sehnsucht und von Leid. Es ist zu schwer, dir zu vertrauen. Zu oft legst du die Männer rein. Manchmal hab ich Angst davor. Für meine Träume. Du weißt, was Männer glücklich macht. Oh. Im Herzen lässt du mich